Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 23. Dezember 2018 nach westlichen Astrologie. Bevor ich starte, möchte ich nochmal mein Angebot ankündigen. Dieses Angebot gilt bis 31. Dezember 2018. Eine Videoberatung, und das beinhaltet ein Geburtshoroskop-Analyse und dazu noch ein Jahreshoroskop für Jahr 2019 für 25 Euro. Dazu benötige ich die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort, und ihr dürft wählen. Wünscht ihr das nach westlicher Astrologie oder nach indischer Astrologie oder nach chinesischer Astrologie? Es ist ab sofort buchbar per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com oder über WhatsApp. Meine Nummer befindet sich unten in Infobox. In diesem Bild sehen wir die vier Grundelemente Feuer, Erde, Luft und Wasser. Und wo befindet sich Sonne, Mond und die Planeten? Sonne befindet sich in den Tierkreiszeichen Steinbock, und die Tierkreiszeichen Steinbock hier gehört zum Erdeelement. Mond befindet sich in den Tierkreiszeichen Krebs, und Krebs gehört zum Wasserelement. Beide gehören zum kardinalen Tierkreiszeichen, also dominieren über die Elemente. Hier ist Mond. Hier ist sichtbar die gegenüberliegende Position. Das ist immer am Vollmond. Aber Vollmond ist schon vorbei, das war gestern, und hat die abnehmende Mondphase begonnen. Die abnehmende Mondphase eignet sich dafür, abnehmen oder etwas beginnen, was abnehmen soll, oder eine Trennung loslassen, Kündigung. So etwas können wir bei einer abnehmenden Mondphase starten, aber bitte achtsam, Halbmond ist nicht der günstigste Tag damit beginnen, weil es fehlt die Harmonie, fehlt die Gleichgewicht. Merkur befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze, gehört zum Feuerelement, und die Schütze ist eine bewegliche Tierkreiszeichen, setzt etwas in Bewegung, und Merkur genießt es auch, weil Merkur bewegt sich auch. Sogar schnell bewegt sich. Hier handelt es sich um Gespräche, Termine, Verhandlungen, Auslandskontakte durch die Schütze-Energie. Hat mit Ausland auch etwas zu tun. Venus befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion. Und gehört zum Wasserelement. Mars befindet sich im Tierkreiszeichen Fischen, gehört auch zum Wasserelement. Hier bei Venus-Mars-Energie handelt es sich natürlich um die Liebe, Partnerschaft, und die Wasserelement zeigt die Gefühle. Also hier wird nach Gefühl handeln, oder das Herz wird geöffnet und plötzlich auch die Männer sprechen auch über Gefühle. Jupiter befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze und steht in einer Verbindung zum Merkur, und sie wirken gemeinsam. Sie stehen in einer Konjunktion im Schütze, und das bedeutet bei Merkur-Themen Terminen, Verträgen, Handlungen, Gesprächen, Kommunikation. Bei Jupiter-Themen, entweder Jupiter vergrößt etwas, also wenn das um Verträge geht,
besonders wenn das im Ausland in Verbindung steht. Das kann natürlich Gewinn bringen. Jupiter zeigt aber auch die Gerechtigkeit und öffnet die Augen auch auf die Ungerechtigkeiten und verkörpert das Rechtssystem. Das kann natürlich auch Verträgen sein im Ausland und das hat mit dem Rechtssystem etwas zu tun. Und hier werden Verhandlungen sein, Gespräche oder irgendwelche Verträge. Saturn befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock. Saturn fühlt sich auch wohl im Tierkreiszeichen Steinbock, weil das ist die Herrscherplanet über die Tierkreiszeichen Steinbock und das zeigt die Ernsthaftigkeit und auch die Pflichten, auch etwas in Form zu bringen. Mit Saturn endet die persönlichen Planeten und diese persönlichen Planeten haben einen Einfluss auf unseren Alltag. Wenn wir im inneren Gleichgewicht, in inneren Harmonie sein möchten, dann sollen wir die fehlende Element auch berücksichtigen, weil das gibt uns dieses inneren Gleichgewicht. Und das ist gerade die Luftelement. Entweder von etwas befreien, endlich mal aufatmen oder zu Leichtigkeit kommen, etwas spielerisch betrachten oder mit Humor zu nehmen und natürlich auch ein gewisser Freiraum vermittelt auch die Luftelement. Ich weiß, das ist eine andere Berechnung als die indische Astrologie und man könnte fragen, warum war in indischen Astrologie anderes, was stimmt jetzt hier? Ich würde sagen, einfach beobachten. Ist das mehr die indische Berechnung stimmig ist? In indischen Astrologie hat heute die Erde-Element gefehlt, die Sicherheit, Stabilität und bei vielen Menschen das Gefühl, die verlieren gerade die feste Boden unter den Füßen. Und hier bei westlichen Astrologie fehlt die Luft-Element, diese Leichtigkeit. Einfach beobachten, welche Energie ist für euch stimmiger. Und jetzt kommen die äußeren Planeten. Nach Saturn kommt Chiron. Chiron befindet sich zwischen Saturn und Uranus und zeigt, wo weh tut. Und das ist im Tierkreiszeichen Fischen, aber im Grenzbereich zwischen Tierkreiszeichen Fischen und Tierkreiszeichen Widder. Und das bedeutet, es ist wichtig, das Vertrauen ohne Angst, damit etwas in Bewegung kommt, Vertrauen, das Fluss des Lebens und somit kommt eine Heilung. Und diese Heilung ist gerade wichtig und diesmal möchte ich die indische Astrologie auch mit einfließen. Uranus steht in indischen Astrologie im Widder in ein Mondhaus, was auch Heilung bedeutet. Und durch die Uranus-Energie ist es wichtig, diese Veränderung zu haben. Also in einem bestimmten Lebensbereich brauchen wir Heilung. Oder wenn das um Krankheiten geht, auf diesem Vertrauen, dass es alles in richtige Richtung, sage ich mal, bei Fischenenergie fließt. Vertrauen, das Fluss des Lebens. Dann kommt die Heilenergie. Uranus befindet sich im Tierkreiszeichen Widder, auch in westlichen Berechnung, auch in indischen Berechnung. Wie ich schon sagte, in indischen Berechnung in ein Mondhaus Ashwini, was Heilung bedeutet. Und hier ist im Grenzbereich, Chiron steht im Grenzbereich zwischen Fischen und zwischen den Tierkreiszeichen Widder, also im Orbisbereich, so dass Chiron nicht nur in Tierkreiszeichen Fischen seine Wirkung hat, sondern wirkt auf dem Wiedergeborenen auch, besonders die, wo in die erste Dekaden geboren sind, das heißt Ende März geboren sind. Neptun befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock
Und bei Neptun-Energie handelt es sich um unsere Träume, Visionen. Und Saturn einflusst noch dazu, das auch mal ernst nehmen. Und Steinbock zeigt Zielsetzung, unsere Träume, Visionen als Ziel setzen. Das ist dann die Steinbock-Energie. Und Pluto befindet sich auch im Tierkreiszeichen Steinbock. Und das bedeutet, in inneren Kraft bleiben, konzentriert sein und Macht haben über unserem Schicksal, Macht über unseren Gefühlen, Macht über unseren Entscheidungen. Die Verbindungen. Venus steht mit Mars in Verbindung. Venus im Tierkreiszeichen Skorpion, Mars im Tierkreiszeichen Fische. Hier die Verbindung ist angenehm, schön, harmonisch. Venus mit Mars und das ist eine schöne Liebesenergie. Dann kommt natürlich auch Heilung. Und diese schöne Liebesenergie in ein Wasserzeichen bedeutet, hier fließen die Gefühle. Mond steht in Verbindung zum Jupiter und auch Merkur. Jupiter und Merkur wirken gemeinsam, die bilden sich eine Konjunktion, das heißt, die treffen sich in Tierkreiszeichen Schütze, sie stehen im gleichen Gradzahl, sie wirken gemeinsam. Und dazu kommt ein Mondenergie, Mond aktiviert das alles, aber diese Verbindung, und diese Verbindung heißt Quinkungsaspekt, bedeutet vielleicht, man weiß nicht, entsteht Ungewissheit, entsteht Unsicherheit und diesen Gesprächen, diesen Verträgen, was gerade unterschrieben wird. Man weiß nicht, wohin das führt. Noch etwas für die Mondenergie. Mond ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und wirkt auf unserem Alltag. Nicht nur kleinere Veränderungen sind möglich bei einem Mondeinfluss, sondern Mond hat einen Einfluss auf unsere Gefühle, auf unsere Träume. Wie wirkt die heutige Mondenergie, dieser Krebsmond? Alle Wasserelemente empfinden das schön, harmonisch, angenehm. Auch die Skorpiongeborenen, auch die Fischengeborenen. Diese Harmonie, diese innere Ruhe kommt auch an bei Stiergeborenen und auch bei Jungfraugeborenen. Die Tierkreiszeichen Steinbock ist gegenüber. Krebs, Steinbock stehen gegenüber und das bedeutet, Mond spiegelt etwas für die Steinbockgeborenen in diesem Spiegel zum Schauen und das heißt, die Gefühle betrachten, auf die Gefühle achten und diese gegenüberliegende Position bedeutet auch Gleichgewicht. Etwas ausgleichen, im inneren Gleichgewicht bleiben, mal zuhören, was der andere meint, auf anderen zuzugehen, nicht zu viel, nicht zu wenig. Die Balance muss stimmen. Diese Mondenergie verunsichert die Tierkreiszeichen Schützengeborenen. Das ist wieder diese Verbindung, vielleicht, man weiß nicht, Unsicherheit, Nervosität ist auch möglich. Und diese Unsicherheit haben auch die Wassermanngeborenen. Dieser Krebsmond hilft die benachbarte Tierkreiszeichen und das wirkt wirklich im Alltag so, dass von vertrauten Umgebungen oder von Nachbarschaft kommt Hilfe, Unterstützung. Und diese Unterstützung haben die Zwillingsgeborenen und diese Unterstützung haben auch die Löwengeborenen. Spannung, Unruhe, Nervosität, vielleicht sogar eine gewisse Aggression ist möglich im heutigen Tag bei den Tierkreiszeichen Wiedergeborenen und bei den Tierkreiszeichen Waagegeborenen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist
Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die wahren Geheimnisse, die Rauhnächte. Und es steht nicht in Büchern geschrieben, es handelt sich wirklich um Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen, es ist nur für diejenigen zugänglich, die wahre Interesse haben, diese Geheimnisse zu erfahren. Und wenn das so ist, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video. Diese Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen in dem Sinne nichts zu tun. Diese geheimnisvolle Video ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.